Probieren wir es halt nochmal mit dem Hyperball. Vielleicht wird es jetzt was. Und ich muss vor... Nee, das ist nichts. Ich muss, bevor ich da unten jetzt lang gehe, sowieso... Also jetzt praktisch nochmal zurück. Ach, verdammt. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Weg hier. Ich lasse mich doch nicht von dem Yugong verarschen. Hier kommen wir auf jeden Fall rauf. Ich möchte jetzt aber eigentlich raus. Denn ich muss meine Pokémon heilen und mehr Hyperbälle kaufen. Sonst wird das nichts mit dem... Was? Mit dem Arktos da oben. Mann. Wo haben wir denn unsere Fluchtzeile da? Jo, danke fürs Fluchtzeil. Und jetzt halt per Fliegen, also per Taubos Express, müssen wir... Wo gehen wir denn hin? Ist eigentlich relativ egal. Ich gehe jetzt aber mal nach Prismania City, weil das große Einkaufszentrum ist. Da können wir uns noch ein bisschen mit Zeug eindecken, was wir brauchen. Sonderbonbons zum Beispiel. Aber erstmal heilen natürlich. Ganz wichtig. Bitte heilen, ja? Wäre ich dir sehr verbunden. Muss ich mal schauen, haben wir das Zapdos dabei? Ich glaube schon, oder? Jo, das Zapdos ist dabei. Sonst hätten wir ein Problem mit dem Arktos, glaube ich, weil Glurak kann da nicht viel ausrichten gegen. Ist ja ein Wassertyp. Da hat Glurak ein bisschen Nachteile. Und Lavados hätte da auch Nachteile, also müssen wir Zapdos mitnehmen. Und jetzt schauen wir doch mal hier rein. So, Egi, in welches Stockwerk müssen wir jetzt eigentlich? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich glaube, Stock 1, da bekommen wir Hyperbälle und so Sachen, oder? Bitte kaufen. Ach, da können wir TMs kaufen. Brüller, Hyperstrahl, Schaufler, Durchbruch, Geheimpower, aha. Anziehung, Einkauf beenden. Oh, coole TM. Kann ich hier was verkaufen von unseren Sachen? Mondstein. Kann der nicht kaufen. Na toll. Aber Nuggets, oder? Jupp, bitte kaufen. Bitte verkaufen. Blattstein 8050. Ja, den brauchen wir eh nicht. Können wir wieder kaufen. Donnerstein brauchen wir auch nicht. Unser Raichu haben wir ja schon. Das ist irgendwo... Haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt. Aber brauchen wir momentan auch nicht. Und die Perle kann auch weg. Und der Wasserstein? Ich glaube, der kann auch weg. So. Eisheiler, Beleber... Ne, okay, das passt dann. Dann schauen wir mal, da, was es da unten bei dem Typen hier noch gibt. Kaufen bitte. Superball, Supertrank. Ich wollte aber eigentlich Hyperbälle. Naja, gibt's halt hier nicht. Müssen wir woanders hin. Schauen wir mal ein Stockwerk rauf. Ich brauche ja unbedingt noch Sonderbonbons. Sehr viele Sonderbonbons, um genau zu sein. Hier gibt es ja nur Spiele, glaube ich. Was? Ach, Konter brauche ich eigentlich gar nicht. Weil sind frei und so. Glaube ich jedenfalls mal. Ich bin ja da attackentechnisch oder Pokémon-technisch auch nicht so informiert. So, was gibt es jetzt hier? Poképuppe, was ist das? Es ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Aha, bringt uns das irgendwas? Aha, Retrobrief, die Steine und mehr Braun kann man hier nicht kaufen. Ach verdammt, zurück wollte ich. Hier gibt es nichts mehr, oder? Müssen wir noch einen Stock rauf. Hier ist der letzte Stock, oder? Hier müsstest du... Gibt es hier keine Sonderbonbons oder so? So scheiße, oder? Nö, hier gibt es keine Sonderbonbons. Kann man die überhaupt kaufen? Es kann natürlich sein, dass man die nur finden kann. Wäre aber schlecht. Ja, jetzt sind wir hier oben. Okay, dann gibt es hier also scheinbar keine Sonderbonbons. Die müssen wir dann wahrscheinlich finden. Früher gab es ja noch den Trick bei roter Edition, dass man sich die klonen konnte. Aber das geht ja hier sowieso nicht mehr, auch wenn ich es wollte. Also wenn ich es wollen würde, würde es nicht gehen. Aber ich habe jetzt irgendwie überhaupt nichts Sinnvolles hier erreicht. Na toll. Müssen wir halt woanders hinfliegen. Mann. Taubos Express bitte
Fliegen, genau. Wo fliegt man denn hin? Sephronia City Mall, oder? So, wo ist jetzt hier eigentlich der Pokémon-Markt? Ich glaube, da unten. Nee, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Da ist er. So, schauen wir mal, was es hier gibt. Hoffentlich was Sinnvolleres als im Prismania-Zentrum. Da gibt es schon mal Hypersachen, aber auch nicht das, was wir brauchen. Das ist ja ganz toll. Ich brauche Hyperbälle. Wo haben wir denn die damals gekauft? War das... Wo war das? Aber erstmal natürlich wieder fliegen. Ich weiß doch nicht, wohin. Vielleicht in Orania? Ich schaue jetzt mal durch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, wo war jetzt da der Markt? Ich glaube da unten, oder? Jupp. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir die ganzen Hyperbälle hatten und alles. Da bin ich nicht mehr informiert. Hier gibt es auch lauter Zeugs, was... Hier gibt es auch lauter Zeugs, was wir nicht brauchen. Ach, weg hier bitte. Weg. Tschüss. Wo haben wir denn das gekauft? Das ist ja irgendwie blöd jetzt, oder? Schaue ich halt nochmal. Lavandia eher weniger, oder? Azuria vielleicht? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist doch seltsam. Schau jetzt mal in Lavandia. Da gibt es ja, glaube ich, auch einen Markt. Vielleicht gibt es da was Interessantes. Ich brauche unbedingt noch Hyperbälle, weil sonst wird das nichts mit dem Arktos, glaube ich. So, was können wir denn hier kaufen? Auch keine Hyperbälle. Ey, was ist denn hier los? Mal, es gibt's doch alles im Prismania Center. Warum gibt's da keine Hyperbälle und so Sachen? Das ist nervig. Echt seltsam. Schau ich heute nochmal in Fuxania City. Aber gibt's da überhaupt einen Markt in Fuxania? Weiß ich gar nicht. Machen wir mal eine kleine Shoppingtour. Ich weiß jetzt nicht, ob es da überhaupt einen Markt gibt. Muss ich jetzt mal... Entschuldigung. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen fair vorgespult. Wenn das jetzt noch ein deutscher Satz wäre, wäre das auch nicht schlecht. Und ein deutsches Wort, besser gesagt, ein Satz ist es ja nicht. Und schaue ich, na Alabastia wird es wohl eher weniger geben. Vielleicht hilft den Zinnoberinseln. Das ist irgendwie seltsam. Auf jeden Fall gibt es schon mal einen Markt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Aber vielleicht kriegen wir da ja... Hyperbälle. Ja, hier kriegen wir Hyperbälle. Wir haben 4. Dann kaufe ich mal noch 19 Stück zu. Dann haben wir 20. Das sollte eigentlich reichen. Hypertränke, wie viel haben wir da noch? 10, glaube ich, noch 5 zu. Sollte reichen. Und dann brauchen wir eigentlich nichts mehr. Dann müssen wir jetzt irgendwie versuchen, durch die Seeschauminseln durchzukommen. Kann ich da eigentlich hinreisen? Also per Taubos Express. Bitte nicht Bericht, sondern fliegen. Ja, zu den Seeschauminseln. Nee, kann ich nicht hinfliegen. Verdammt. Aber ich muss ja eh nach Fuxania City. Sonst geht das nicht. Eigentlich ist das ja unlogisch, dass das Vieh hier nicht zu den Seeschauminseln fliegen kann. Entschuldigung, ich war kurz am Gähnen. Um 17 Uhr. Naja, fail. Ja, bitte den Surfer einsetzen. Und nach unten. In Richtung Seeschauminseln. So, die sind auch wieder da am Start. Den habe ich überholt und da kommt schon wieder ein Tentacher, oder? Natürlich ein Tentacher. Was auch sonst. Taubos, ich glaube, da kriegst du nicht mal annähernd EP für. Deshalb weiter. Und hier rein. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wie wir zu dem Taubos, Arktos effektiv kommen sollen. Weil wir müssen die Strömung irgendwie ausschalten. Das ist vor allem. Das ist klar. Dafür müssen wir doch irgendwie die Steine da nach unten bekommen. Und schon wieder hinter uns. Es war ja klar. Kann ich nicht irgendwie... Hier, das Glurak hat doch noch so ein Item da am Start, oder? Nehmen. Das Schutzband. Das bekommt jetzt mal unser Taubos.
eben Taubos. Ich glaube, das was bringt. Ja, ja, Stärke bitte einsetzen, Rihorn und so, bla 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 bla. Super effektive Schutzband übrigens. Na toll, echt. Also dieses Item bringt eigentlich gar nichts, oder? So, ich habe ich da nicht noch irgendwo einen Trank oder so? Schutz. Hält 100 Schritte lang schwache wilde Pokémon ab. Das wird uns nicht viel bringen. Aber naja. Jetzt müssen wir erstmal noch da drüben. Okay, ein bisschen weniger sind sie geworden, glaube ich, die Pokémon. Ich flüchte jetzt hier einfach, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, das Taubos jetzt da zu leveln. Aber es muss ja leider sein. So, das ist ja jetzt... Ups, Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Schreibtisch mal wieder geschlagen. Der muss auch was mitmachen hier mit mir. Ich stoße da mit dem Stuhl gegen. Aber wo kommen wir eigentlich hier runter? Ich meine, da muss es doch auch irgendwo hingehen, oder? Müssen wir mal den... Ach ja, muss ich wieder neu aktivieren. Stimmt, da müssen wir ja bloß den Stein nach unten schieben wieder. So, das wäre das. Jetzt geht's hier... Oh, war ja klar. Also diese wilden Pokémon, da kann man ja sagen, was man will, sind äußerst nervig. So, aber wenigstens sind sie schnell tot. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir hier runter. Gibt es hier irgendeinen Stein zum Verschieben oder wie? Ups. Na toll. Das war wieder klar. Hallo Europe. Mal Windstoß probieren, das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Oh, doch. Wenigstens heilt es sich nicht wieder, Sirop. Es wird äußerst unschön, wenn es das tun würde. So, Sirop wurde besiegt und Taubos erhält 400 E-Punkte. Wunderbar. Hier oben müssen wir noch den Stein nach unten schieben, glaube ich. Ja, bitte Stärke einsetzen. Und blub. Damit wäre das erledigt. Hier gibt es nichts mehr. Also müssen wir wohl oder übel erstmal den Wildkampf bestreiten hier. Enton. Schon wieder eins. Und ich sehe, wir haben in dieser Folge nicht viel geschafft, weil gleich ist nämlich die dritte Folge aus. Also in dieser Aufnahme haben wir irgendwie noch nicht wirklich viel geschafft. Naja. Immer diese dummen wilden Pokémon, die uns hier dazwischen pfuschen. Hey, ich brauche unbedingt ein mächtiges Schutzitem. Wo bekomme ich sowas her? Das ist ein bisschen das Problem. Ja, wenigstens wird unser Taubos ein bisschen weiter gelevelt. So, hier nochmal den Stein runterschieben, oder? Weiter kommen wir hier eh nicht. Aber wir müssen den Stein auf jeden Fall nach ganz unten bekommen, denke ich mal. Dass wir die Strömung zu Arktos abschalten können, irgendwie. Irgendwie müssen wir da ja auch hinkommen und so. Und durch Strömung schwimmen... durch Strömung schwimmen ist immer ein bisschen schlecht. Ach komm, ich habe keine Lust mehr auf diese Europe. Da kommen wir also schon mal nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Na? Oder? Ach, verdammt. Schon wieder eins. Sag, wo kommen die eigentlich immer alle her? Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Entons. Muss man da wieder nach oben, oder wie? Hier geht's doch nur hier durch. Hier muss es doch weitergehen. Da oben ist eine Leiter. Vielleicht sollten wir die mal nehmen. Ah. Und schon wieder eins. Kann ich euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervig diese kacken Zwischenkämpfe sein können. Jede 5 Meter irgend so ein kacken da. Ihr wisst, was ich meine. Es ist bestimmt für euch auch nervig, aber das ist bei Pokémon nun mal so drin. Es ist, ja, ich sag nichts.